Meine allerliebsten Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir machen diesen Part, ich sag das aber jetzt schon mal direkt am Anfang, weil es relativ wichtig ist. Ich hatte es schon mal angesprochen in den letzten Parts, dass wir jetzt ja langsam... Was soll ich über Ferrari noch sagen? Komm. Dass wir jetzt langsam eine ganz gute Menge Geld ansammeln oder noch dabei sind auch. Wir haben jetzt 1,4 Millionen. Irgendwer hatte geschrieben, ich soll noch mein Geld einsammeln, was ich von den verlorenen Auktionen noch abholen kann. Das habe ich aber immer schon gemacht, das war nur nicht in der Aufnahme drin. Also insofern danke für den liebgemeinen Tipp, aber hatte ich schon. Jedenfalls hatte ich schon erzählt, dass wir dann vielleicht ja mal wirklich eins von den richtig teuren Autos kaufen können. Wir hatten schon ein paar so teurere Autos, ein Aventador und Ferrari und so, das ist ja schon alles nicht schlecht, aber es gibt ja auch richtig teure Autos. Gut, es gibt auch irgendwelche Oldtimer hier für 10 Millionen, die will ich gar nicht haben. Aber es gibt so ein paar Superautos, Supercars, die sehr teuer sind und da wir, ja, wir können halt nicht alle fahren, weil das ein bisschen teuer ist. Aber eins davon könnten wir uns vielleicht mal leisten. Und da würde ich ganz gerne einfach das Ganze per Umfrage machen. Also wenn das alles funktioniert, dann findet ihr wahrscheinlich unter diesem Part hier einen Link in der Videobeschreibung. Ich hoffe es, mal schauen, vielleicht auch erst beim nächsten Mal oder so. Und da könnt ihr dann abstimmen, welches von den Autos da ihr gerne sehen würdet, dass wir das kaufen, tunen und fahren. Weil die halt alle sehr teuer sind, kann ich da leider nicht alle von, aber vielleicht eins. So, und da sind zum Beispiel bei, jetzt muss ich mal gucken. Also ich habe eben mal, jetzt mein Stift runtergefallen, auch super. Ich habe eben mal das Autohaus durchgeguckt. Und da sind zum Beispiel bei ein Bugatti Veyron 2,2 Millionen, ein Ferrari FXXK 2,7 Millionen, LaFerrari 1,5 Millionen, Enzo 2,8 Millionen, Hennessy Venom GT 1,2 Millionen, Koenigsegg One-to-One 2,85 Millionen, Koenigsegg Agera 1,5 Millionen, Lamborghini Centenario 2,3 Millionen, Lamborghini Veneno 4,5 Millionen, Lamborghini Reventon, McLaren P1, McLaren F1, Mercedes-AMG CLK GTR, Pagani Huayra oder wie man den ausspricht und Pagani Zonda 2,1 Millionen. Lycan Hypersport oder wie der heißt, 3,4 Millionen. Also die schwanken alle so zwischen 1,5 und 4 Millionen ungefähr. Das heißt, manche davon könnten wir uns auch schon leisten, andere, da müssten wir noch ein bisschen sparen. Aber mich würde einfach mal interessieren, welchen davon ihr gerne sehen wollt. Also haut's mal, schaut's mal in die Videobeschreibung und nehmt da an der Umfrage teil, falls da eine ist. So. Und jetzt habe ich das Problem, eigentlich, jetzt rede ich gerade davon, dass wir Geld sparen wollen, um dann ein geiles Auto zu kaufen. Jetzt habe ich das Problem, ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dieser Ferrari, den wir hier haben, den wir umsonst bekommen haben, dass der nicht so meins ist, ja. Dass ich also, wenn ich mir einen Ferrari holen würde, eigentlich einen anderen nehmen würde. Wir haben ja auch den 458 zum Beispiel. Und jetzt hat er mich im Hauptmenü die ganze Zeit angeguckt, irgendwie mit seinen lieben Äuglern. Ich muss sagen, je länger ich mir den angucke, desto besser gefällt er mir. Und inzwischen gefällt er mir richtig gut. Ich weiß nicht, der ist mir jetzt gerade irgendwie ins Auge gesprungen und hat gesagt, nimm mich und mach was aus mir. Und irgendwie habe ich Bock, da Geld für auszugeben. Was natürlich nicht gut ist, weil wir gerade Geld sparen wollen. Das ist eigentlich egal. Wir machen es trotzdem. Ich habe Lust, da ein bisschen was reinzustecken. Ich finde den irgendwie inzwischen richtig geil. Ich habe eigentlich ja beim letzten Mal noch erzählt, dass es nicht so meins ist. Aber naja, wir machen übrigens Allrad rein. Und Turbo. Ein Motortausch geht bei dem Wagen nicht. Wir können ja mal gucken, was es kosten würde. Ja, wir können ja nur mal gucken. Nur mal schnuppern. Wenn wir sagen, das ist zu viel. Aber... ich weiß nicht, irgendwie habe ich Lust bekommen auf den. Irgendwer hatte auch geschrieben beim letzten Mal, was wir uns jetzt alle gewünscht hätten wäre, Walle beendet den Part mit so und beim nächsten Mal tunen wir dann den Ferrari. Habe ich nicht gemacht, den Part damit beendet, aber wir machen es trotzdem. Beziehungsweise wir gucken zumindest mal, was es kosten würde. Wenn es nämlich nur so 100.000 sind oder so, dann machen wir das. Ja, weil irgendwie finde ich den doch cooler. Cooler als ich dachte. Es gibt ja so Sachen, die findest du erst gar nicht so geil und dann beschäftigst du dich ein bisschen mit denen und schaust die so ein bisschen an und irgendwann gefallen sie dir doch ganz gut und dann... ja, so ist das hier eben, den Käfig baue ich nicht ein. So ist das hier bei diesem Ferrari eben mit mir passiert. Ja, passiert schon mal. So, Rennkupplung. Renngetriebe. Alles rein damit und dann schauen wir mal, was uns das auf dem Konto denn abziehen würde. Reifenmischung, Rennreifenmischung, natürlich. Vorne ein bisschen breiter. So, die sind schon relativ breit. Hinten auch noch ein bisschen breiter. So, jetzt können wir noch vorne was dran bauen. Da können wir noch ein bisschen hier dieses Rennkit dran machen. Das bringt den Wagen zumindest noch ein bisschen höher. Und dann könnte man theoretisch auch einen Spoiler drauf machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, den möchte ich nicht drauf machen. Ich finde, ich mag den, wie er von hinten aussieht. Und damit hätten wir den Wagen jetzt bei 900. Jetzt muss ich mal gucken. Vorsichtig rausgehen. Einstellung installieren. Das würde den Wagen auf 961 bringen und kostet, guck mal, 83.000, ja, das ist ein Schnäppchen. Da fahre ich einmal gegen so einen Superfahrer, kaufe mir noch für ein bisschen Fähigkeitenpunkte nochmal Credits und schon haben wir das wieder drin. Und dann
Ja, ich habe Lust drauf bekommen. Vielleicht gefällt er mir jetzt auch getuned gar nicht, aber ich fand ihn schon ungetuned gar nicht schlecht. Der war halt noch ein bisschen langsam. Und wer weiß, ja, wer weiß. Vielleicht kann er jetzt richtig knallen. Jetzt gucke ich noch kurz bei den Designs und Lackierungen rein. Und dann gehen wir auch raus und machen weiter Rennen. Wahrscheinlich, wir haben ja sowieso eher Offroad-Rennen. Insofern ist das jetzt völlig der falsche Wagen eigentlich, den wir uns hier besorgen. Aber gut. So, offizielle Farben haben wir hier diese. Ich habe ja Lust, den im Ferrari rot zu lassen. Vielleicht noch mit dem Weiß dabei. Ja, machen wir das so. Insofern habe ich dann irgendwem da draußen doch noch seinen Wunsch erfüllt, der es unter dem letzten Part geschrieben hatte und nie gedacht hätte, dass wir das tatsächlich noch machen, aber wir machen es. Es hat mich überkommen, ja, so. Und jetzt gehen wir raus mit dem Wagen und gucken, ob wir überhaupt irgendein Rennen für den haben oder ob wir nur Geländerennen haben. Und ich weiß halt auch, wie gesagt, nicht, ob der jetzt besser ist als vorher. So, wir sind hier, wir haben zum Beispiel da ja, guck mal, wir haben zum Beispiel eine Blitzerzone, ja, dafür ist doch der Wagen geeignet, hoffe ich mal jetzt. Ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen Tempo hat und dafür geeignet ist. In 200 Metern rechts abbiegen. Ah, der Sound gefällt mir auf jeden Fall. Der klingt halt ein bisschen, also rechts der ist ein bisschen leiser, ja. Bei den anderen Autos ist das Motorengeräusch einfach lauter auf derselben Lautstärkestufe vom Spiel. Aber er sieht immer noch, ach so, hat er jetzt das Weiß gar nicht übernommen eigentlich? Ich dachte, der hätte jetzt vorne einen weißen Streifen, hat er jetzt gar nicht. Er sieht eigentlich optisch fast noch so aus wie vorher. Ein bisschen tiefer, ein bisschen andere Felgen und ein bisschen vorne diesen... Diese Lippe aber sonst sehr ähnlich noch. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, ich meine, der ist halt recht schlicht eigentlich rechts noch. Abbiegen. Also, ich meine, am Ende des Tages ist es halt immer noch ein Ferrari, klar. Aber relativ schlicht irgendwie kommt da der her, finde ich, oder? Dieser BMW-Fahrer da. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, 203 km/h reicht das? Das ist auf jeden Fall eine Bestleistung. Ich glaube, es reicht nicht für 3, aber für 2, oder? Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, reicht es zumindest für 2. Vielleicht können wir es von der anderen Seite aus schneller schaffen. Wir fahren mal ein bisschen schneller von hier aus. Und der klingt jetzt auch ziemlich geil, oder? Oder bilde ich mir das ein? Ich habe das Gefühl, der hat jetzt auch einen ziemlich knackigen Sound. Ja gut, wenn der natürlich jetzt hier nicht gewesen wäre, dann wäre das locker flockig die Zeit geworden oder das Tempo geworden. 209,99. Ist noch eine Bestleistung, aber jetzt ganz ehrlich, jetzt bin ich gerade hier, jetzt muss ich es leider noch ein drittes Mal. Siehst du nach diesem Stunt Sterne, Boss? Es hat schon gereicht. Ich dachte, hier wären 3 davon. Ich dachte, 215 brauchen wir. Nee, es hat schon gereicht. Ja, perfekt. Ja, dann doch nicht nochmal. So, ja, ich meine, wir können natürlich auch Rennen als Meisterschaft fahren oder wir können ja machen, was wir wollen. Ich meine, wir sind ja frei. Wir sind ein freier Mensch und können uns aussuchen, worauf wir Bock haben. In 200 Metern links abbiegen. Also doch. Ich hab's beim letzten Mal gesagt, ja, ich würde mir lieber einen 458 kaufen. Aber irgendwie gefällt er mir jetzt richtig gut. Der hat was. Der ist ein bisschen... 458 ist halt auch so ein bisschen schon Mainstream-Ferrari, wenn es das überhaupt geben kann, Mainstream-Ferrari. Aber der 458 ist halt so der Standard-Ferrari. Und der hier... In 400 Metern rechts halten. Hat nochmal so eine eigene Note irgendwie, oder? Finde ich. Aber das fand ich ja beim letzten Mal auch noch nicht. Das hat sich jetzt irgendwie erst... hat sich jetzt irgendwie erst so ergeben. So, jetzt ist das wahrscheinlich ein Offroad-Rennen hier, aber ich wollte es zumindest mal aufdecken. Ja, Fahrt, das klingt eher nicht so nach einem Rennen für den Wagen. Aber wir haben ja auch ganz viele neue Events noch da unten und die sind doch eher Richtung Straßenrennen. Ich meine, ne, hier Blitzerzone und hier also da unten noch Strecken und Straßenrennen sowieso noch und nöcher. Porten wir dahin. Und dann schauen wir von da aus ausgehend, was wir da so aufdecken können. Wir haben da unten noch ganz viel unentdeckte Sachen. Hier unentdeckte Strecke, da fängt's an. Hier ist eine Driftzone, aber die wollte ich jetzt nicht machen, aber hinter uns... Ach so, warte mal, hier ist auch... Ist das das Fragezeichen? Nee, unentdeckte Strecke. Ach so, nee, das ist schon der Anfang von der Blitzerzone hier, ja. Da müsste ich natürlich von der anderen Seite kommen. In 100 Metern rechts abbiegen.
So, wahrscheinlich ist 200 km/h ist jetzt wahrscheinlich 3 Sterne, oder was, ne? Wir waren schon gar nicht so schlecht, glaube ich. Ach, es reicht schon für 3, perfekt. Dafür vergebe ich 3 Sterne. Ja. Von 3, keine Sorge. Ich habe auch das Gefühl, der ist auch sehr gut, was die Kurvenlage angeht. Das gefällt mir schon mal gut. Da hatte ich ja, also da kann man natürlich auch eine böse Überraschung haben. Du kaufst dir ein Auto, oder in dem Fall, wir haben es bekommen, aber du kaufst es dir, du tunst es und dann ist es doch gar nicht so gut, weil es vom Händler her kacke ist. Das ist natürlich dann immer eine böse Überraschung. Aber der scheint sich gut zu fahren. So, was haben wir denn hier für eine Strecke eigentlich? Ein Sprint, dichter Wald. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob das eine Sprintstrecke ist durch den Wald oder auf Straße. Es sieht ja fast so aus, als wäre es auf Straße. Insofern würde ich fast sagen, wir riskieren das mal. Super GT. Kann ich da meinen Wagen nehmen? Ich hoffe es. Ja, kann ich. Na gut, dann machen wir das. 961. Ja, ihr seht ja die Werte nicht, ne? Geschwindigkeit 9,3, Handling 8,3 und die untersten drei Werte alle auf 10. Also auch was die Zahlen angeht, gar nicht so schlecht. Der ist natürlich noch kein Aventador, mit dem wir mal eben 370 haben, nach ein paar Sekunden gefühlt, aber trotzdem glaube ich schon einer der flotteren in unserem Fuhrpark und auf jeden Fall einer der teuersten, wenn nicht sogar der teuerste. Ich weiß es gar nicht. Nee, 600.000 Credits oder so kostet der. So, Schaden und Reifenabnutzung machen wir auf Simulation. Und irgendwas habe ich jetzt noch aus. Wahrscheinlich Stabilitätskontrolle oder Traktionskontrolle, eins von beiden. Hat er sich ernsthaft gerade schon so gut gefahren mit Stabilitäts- und Traktionskontrolle aus? Krass, also das könnte ich ja mit dem Ford GT gar nicht machen. Aber wir lassen es mal so, würde ich sagen, oder? 85 ist gut. Ach, wir fahren im Dunkeln. Oder morgen der Morgen. Ich sehe auf jeden Fall auch noch Ferrari-Kollegen hier. Boah, Jungs, was macht ihr denn da? Was ist das denn? Ich dachte, wir fahren hier gesittet mit unseren Autos in Rennen und nicht... Ich dachte nicht, dass wir Autoscooter spielen, oder was ist das hier, was ihr macht? Ein bisschen so fühlt sich das nämlich an, wie ihr fahrt. Ja, jetzt komme ich selber von hinten gerade angekachelt, ich weiß, aber trotzdem. Was war das denn mit dir schon wieder da? Da fliegt da einer quer, der andere kommt auch noch hinterher, schubst sich noch ins Gebüsch. Naja gut, wir starten es mal noch nicht neu, sondern wir fahren erstmal. Vielleicht kann man da ja noch was draus machen aus dem Rennen. Was hat der denn bitte für eine Lackierung hier vorne? Oder für Vinyls auf seinem... Ist das ein Ferrari? Ja, oder? So, jetzt haben wir hier wieder so einen Ferrari-Kollegen vor uns. Ich denke mal, mit der momentanen Fahrweise hier können wir auf jeden Fall im Mittelfeld bleiben, aber wir wollen natürlich eigentlich vorne hin. So ein bisschen zumindest. Insofern sollte ich da noch möglicherweise das Rennen neu starten. Ganz schön kurvenreich auf jeden Fall das Ganze. Aber sehr wendig der Wagen. Also der lässt sich sehr gut lenken. Das gefällt mir schon mal super. Und wir sind halt jetzt bei 90% und es sieht nicht so aus, als könnten wir da noch große Plätze gut machen. Insofern müssen wir das nochmal fahren. Aber sehr cool und ist auch schön, die Strecke schon mal zu sehen. Da kann man vielleicht jetzt beim zweiten Versuch dann... Ah, jetzt hätte ich auch einen Checkpoint verpasst. Krasse Strecke, weil einerseits sehr kurvenreich in dem Part jetzt am Ende, am Anfang auch ein hohes Tempo, also sehr geile Strecke. Versuchen wir mal, ich denke schon, dass wir bei der auf jeden Fall in die Top 3 kommen können. Ich kann natürlich auch so mit das machen, ja, wir können auch direkt am Anfang uns vorne an die Spitze setzen und dann einfach nur versuchen, diesen Platz zu halten, das geht auch. Also ob es geht, weiß ich nicht, aber das geht in der Theorie auch. Oh, da kommen sie um die Kurve geschossen, nicht schlecht. So, der Ferrari-Kollege hier, oder was das ist?
Hier mit den lustigen Vinyls, den überholen wir mal. Das ist natürlich auch das Geile bei so einem Ferrari hier, wie der schreit, oder? Ah, ist doch herrlich, oder? Jetzt war es vielleicht ein bisschen laut für euch, sorry, aber ist das nicht einfach nur herrlich, dieses Geräusch? Ich stehe total drauf, ich stehe total drauf. Woran ich natürlich noch arbeiten muss, ist auf jeden Fall Kurvenlage. Ich weiß das selber, dass ich Kurven oft falsch anfahre. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Problem dabei ist für mich persönlich ein bisschen der Controller. Man kann mit dem ganz gut fahren, ja. Es geht ja. Wir sehen ja, wir kommen auf Expertenschwierigkeit, kriegen wir auch erste Plätze hin und so. Also es geht schon, aber es ist natürlich längst nicht so feinfühlig wie mit einem Lenkrad oder sowas. Und da tue ich mich also noch ein bisschen schwer, Kurven perfekt zu fahren und sowas. Dazu kommt noch, dass ich finde, also bei Assetto Corsa oder sowas zum Beispiel, da bin ich dann immer wirklich viele, viele Runden an derselben Strecke gefahren. Du hast natürlich bei Assetto Corsa auch recht echte Rennstrecken, das heißt, man kennt die vielleicht schon so ein bisschen. Ja, also Nordschleife kenne ich inzwischen einfach. Wenn ich die jetzt in einem neuen Rennspiel fahren würde, könnte ich die auch schon halbwegs fahren, weil ich einfach die Strecke kenne. Das sind natürlich hier alles keine echten Rennstrecken, das heißt, du kennst den Streckenverlauf nicht und weißt noch nicht, wie schnell kann ich welche Kurven fahren und so weiter. Bei Assetto Corsa wusste ich dann irgendwann, okay, die Kurve kann ich mit dem Wagen immer in dem so und so vielen Gang fahren. Da und da schalte ich dann den Gang runter, da und da gebe ich dann Gas. Und dann fährst du natürlich irgendwann richtig gut und auch eine fast Ideallinie. Apropos, nebenbei locker lässig ich mal eben den ersten Platz geholt. Aber das hast du natürlich hier nicht, ja. Du kennst die Autos nicht so gut, du kennst die Strecken noch gar nicht, du hast dann andererseits den Controller, mit dem es sowieso schon schwieriger ist, finde ich, perfekt zu lenken. Also ich komme um die Strecke gut rum mit dem Controller, aber es reicht nicht für dieses ganz feinfühlige, den perfekten Winkel in die Kurve rein, perfekter Winkel raus und so weiter. Aber es ist ja auch egal. Ich meine, wir kommen ja gut durch, ja. So, ich sag nur, Kurvenlage ist halt dementsprechend noch nicht so richtig Ideallinie. Manchmal. Manchmal schon. Manchmal nicht. So, ersten Platz aber geholt. Das ist super. Der Wagen gefällt mir richtig gut. Mit dem werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen fahren. Sound ist super, Handling ist perfekt und Power scheint er jetzt auch endlich zu haben. Der war ja so ein bisschen, wir waren ja auf der Autobahn damit, ne? Der hat seine 350 gemacht, aber es hat sich sehr lange hingezogen, bis wir da mal waren. Und mit dem Tuning jetzt, da geht das auf jeden Fall ein bisschen mehr nach vorne. So, wie sieht's aus? Kriegen wir was? Fast den Audi bekommen, aber leider nur 5000 Credits. Fast ist eben auch daneben, ne? Knapp vorbei ist auch daneben, oder wie man sagt. So, was haben wir in der Nähe? Wir sind jetzt hier unten gelandet. Da ist ein Sprung, hier sind noch so... Da ist noch eine unentdeckte Strecke, die können wir aufdecken. In 400 Metern links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen? Für mich ist das hier rechts fahren. Ach so, da vorne links abbiegen, ja, okay. War kein Abbiegen, war dem Streckenverlauf folgen. Jetzt genau, links abbiegen, ja. Hast recht, alles gut. So, was haben wir hier für eine Strecke? Grand Tour Sprint. Ja, Moment. Wo geht die denn lang? Die geht durch die Stadt. Insofern können wir das noch eben fahren. Na, machen wir noch. Komm, fahren wir noch. Und dann sehen wir weiter. Lass mal alles so, wie es ist. Selber Wagen, selbe Schwierigkeit. Ab geht's, komm. Nicht lang schnacken. Da sind aber wieder hier die Ferraris. Aston Martin, Mercedes, AMG. Ach, der hat doch was, oder? Sie siegen mit Leichtigkeit. Nun wollen stärkere Driver-Tare sie herausfordern. Möchten sie die Schwierigkeit von Experte auf Profi erhöhen? Um 30% mit Credits. 30%? Das glaube ich aber noch nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wahrscheinlich 30% im Vergleich zu neuer Rennfahrer. Ja, genau. Unschlagbar sind 100%. Na, nicht schlecht. Aber wir bleiben bei Experte. Aber wenn das Spiel dir schon sagt, hör mal, du gewinnst zu sehr, dann weißt du schon, okay, fährst vielleicht doch nicht so schlecht, ne? Wenn das Spiel schon sich anbietet, die Schwierigkeiten ein bisschen hochzustellen. Ich meine, guck mal, der Wagen geht halt auch krass nach vorne, oder? Wir lassen die am Anfang ja da vorne stehen, ey. Junge, mach mir nicht mal eine Ideallinie kaputt hier. So ein Hüpfer und dann eine Kurve. Das ist natürlich auch mies. Ja, da hat er einen Fehler gemacht. Da schnappen wir uns den Platz. Es wird eiskalt und schamlos ausgenutzt, wenn jemand hier Fehler macht. So wie ich jetzt zum Beispiel Fehler mache, dann wird das wahrscheinlich von ihm auch wieder ausgenutzt. Ja, nicht ganz. Ich dachte, das ist ein Sprint durch die Stadt. Jetzt fahren wir hier plötzlich Offroad. Der arme Ferrari. Aber das geht. Alles gut. Das können wir dem antun. So ein bisschen Schotter ist in Ordnung.
Ja, Jungs, da hinten, hör mal. Also die vorne, die beiden vorne, die fahren ja super, aber alles, was dahinter kommt, ist eher so ein bisschen mau. Habt ihr gesehen, wie der überholen wollte? Und ich grätsch ihm rein und lass es nicht zu. Richtig reingegrätscht bin ich da. Oh, da waren wir ein bisschen schnell für die Kurve. Da waren wir ein bisschen schnell. Oh, da muss ich aufpassen, den Checkpoint verpasse ich sonst. Nee, alles gut. Momentan auf Platz 3, die fahren aber auch beide da vorne sehr, sehr gut. Also alle hinter uns fahren ja wirklich schlecht, aber die beiden vorne, die fahren richtig gut. Und ich sehe auch noch nicht, dass wir die noch überholen. Insofern wäre es dann dritter Platz, was aber ja vollkommen in Ordnung ist. Das Spiel hat ja selber schon gesagt, wir gewinnen zu viel. Insofern wäre ein dritter Platz vielleicht mal genau das Richtige. Dabei bleibt es auch, aber ganz ehrlich, also klar, wir hatten ein, zwei Federchen, aber die beiden da vorne sind auch wirklich sehr gut gefahren. Ja? Beide sehr schnell und federfrei. Respekt, muss man Respekt vorhaben. Sehr gut. So, aber dritter Platz, wie gesagt, ist ja auch perfekt. Treppchen ist ja Hauptsache, Podium ist Hauptsache. Sieht Hamilton vielleicht ein bisschen anders, ja, aber für mich persönlich gilt, Treppchen ist gut. So, was ein geiles Auto. Insofern ist dann doch noch mehr draus geworden als nur eine Probefahrt. Aber ich meine, wir haben den halt auch wirklich, das war einfach, das hat sich schön ergeben, ja. Wir haben den umsonst bekommen, ja. Und wenn ich mir den jetzt angucke, ich finde ihn, glaube ich, sogar fast noch geiler als ein 458. Und ich bin eigentlich voll der 458-Fan. Ich habe auch diesen nie auf dem Schirm gehabt. Ich wusste nicht mal so, also klar, man hat den mal gesehen, aber wenn ihr jetzt gesagt hättet, zähl mal Ferraris auf, der wäre mir jetzt spontan nicht als erstes eingefallen, sondern 458 und ein Enzo und ein LaFerrari und ein F40 und ein F50 und dies und das. Aber der wäre mir jetzt so spontan gar nicht unbedingt eingefallen, aber hat doch was, oder? Was ich nicht mag von Ferrari ist dieser mit Rückbank, der so ein bisschen wie so ein 1er BMW sein soll, aber halt das 20-fache kostet, ja nicht ganz 20-fache, aber schon ein Vielfaches. Ich glaube, der kostet auch 300.000 oder so. Und so ein bisschen wie ein Golf von Ferrari, ich weiß nicht, wie der heißt, FF oder so. Den finde ich jetzt nicht so hammer, aber der hat auf jeden Fall was. So, ich sage aber erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das und ihr habt nichts dagegen, dass wir, guck mal, wir haben ja nicht mal 100.000 bezahlt, dass wir den mal ein bisschen fahren hier. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, denkt an die Umfrage in der Videobeschreibung, dass wir mal gucken, was wir uns da holen wollen. Ich will mal gucken, ob ich euch ein bisschen einschätzen kann. Ich versuche jetzt mal zu raten, welche Wagen viele Stimmen kriegen und welche nicht. So. Was haben wir denn so auf der Liste? Also Bugatti, ja, es gibt so ein paar Bugatti-Fans, aber ich glaube, so richtig viele Stimmen kriegt ihr nicht. Was ich mir vorstellen könnte, was ihr viel sehen wollt, ist ein Ferrari LaFerrari. Vielleicht auch der FXXK, also einer von den beiden irgendwie. Dann Koenigsegg One-to-One könnte ich mir vorstellen wollen, einige. Und vielleicht noch Lamborghini, Centenario, Veneno, so diese Richtung. Ich würde schätzen, ungefähr so in diese Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Aber ich bin gespannt, was eure Votes sind. Und ob ich recht hatte mit euch oder ob ihr für was ganz anderes abstimmt. Ich bin erstmal raus. Auf alle. Bye, bye.